Jingle Bells, hört ihr das Gelock? Unser liebes Christkind fährt durch die Weihnachtszeit. Hallo zusammen zur Geschichte vom 2. Dezember. Das zweite Türchen geht auf. Wir befinden uns hier am Heiligenbrunnen in Espersing. Einfach nur, um wieder ein bisschen Bezug zur Geschichte von gestern kriegen. Also der Ritter Konrad hat seine Tat oder sein Gelübde erfüllt und dort in der Höhle, in diesem Einschnitt und wo die Quelle ist, eine Kapelle bauen lassen. Diese diente nach und nach über die Jahrhunderte als Wallfahrtsort. Es wurde sogar ein spezielles Wallfahrtsaltarbild, mein Gott, gefertigt und dort ausgestellt. Allerdings Anfang des 19. Jahrhunderts wurde offiziell dieser Wallfahrtsort beendet von der Kirche, aber galt weiterhin als Wallfahrtsort für die Bauern und Bürger und Leute aus der Umgebung, die also weiterhin dorthin kamen und ihre Bitten an Maria hielten. Und die Geschichte, die ich jetzt erzählen will, spielt gegen Ende des Zweiten Weltkrieges im April 1945, als die Franzosen die Bodenseeregion hier eingenommen haben. Dieser Ort Maria im Fels heißt es, glaube ich, jetzt heißt es wirklich. Also Maria hat geholfen, oder wenn man Maria im Fels bei Google eingibt, findet man das auch. Das ist in der Nähe von Lippertsreute. Und es war so, dass die angreifenden Franzosen versuchten natürlich möglichst schnell die ganze Region zu überrollen. Und jetzt in der Gegend von Lippertsreute lag noch eine größere Abteilung Waffen-SS. Und die hatten aus Lippertsreute Volkssturm und Hitlerjungen noch rekrutiert. Und die Leute wurden bei Todesstrafe, Androhung der Todesstrafe dagegen verwandt, weiße Fahnen aus den Fenstern zu hängen oder sich sonst irgendwie zu ergeben. Und ja, und erstmal wollten sich die meisten dran halten. Dann gab es aber den Pfarrer Braun. Der Pfarrer Braun aus Lippertsreute kannte auch diesen Ort und der hatte die gute Idee, die Bevölkerung dorthin in Sicherheit zu bringen, zumal die Franzosen angedroht hatten, dass kein Pardon gegeben wird, wenn der Ort sich nicht ergibt. Das war der Waffen-SS natürlich herzlich egal. Und in einer Nacht- und Nebelaktion hat Pfarrer Braun und sein Küster haben zusammen die vorwiegend Frauen und älteren Männer, die noch dort lebten, die normalen jüngeren Männer waren ja meist an der Ostfront oder sonst wo im Krieg, hat halt dann in den Taleinschnitt geführt und in dieser kleinen Kapelle und dem Überhang haben die sich dann versteckt. Daraufhin haben die Franzosen Lippertsreute eingenommen, relativ schmerzfrei. Also die Waffen-SS war dann doch nicht so stark, wie sie sich gefühlt hat. Und am nächsten Morgen ist Pfarrer Braun zum Kommandanten von Lippertsreute vom Neuen, einem Franzosen, hingegangen und hat mit ihm verhandelt und die Bewohner konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Seitdem ist dieser Ort wieder offizieller Wallfahrt, oder besser gesagt seit 1948. Und wer da gerne hin möchte, muss, wie gesagt, Maria im Fels oder Maria hat geholfen bei Lippertsreute googeln. Da ist auch eine Skizze, wie man dorthin kommt. Und ja, das war die Geschichte von heute. Morgen erfahren wir dann, wie die Pizza nach Neapel gekommen ist. Ich wünsche viel Spaß bei der Geschichte und einen schönen 2. Dezember und freue mich natürlich über jedes neue Abo und jedes Like.
Ein kleines Postskriptum noch. Die Quelle dort wird heutzutage immer noch von sehr vielen Leuten als Heilquelle und Heilwasser benutzt. Dort kann man umsonst Wasser abzapfen. Ähnlich wie hier in Espasingen am Heiligen Brunnen. Jingle Bells, hört ihr das Gelob?